Platz 3 für Körperertüchtigung in den 70ern. Wie sie charmanter nicht sein kann. Das ist Tonen im Fernsehen. Total athletische Körper. Nichts gegen diese Figuren, aber damals sah man einfach so aus. Da habe ich früher mitgemacht. Wann lief das immer? Sonntags früh oder jeden Tag früh? Meine Oma hat das immer gemacht. Und ich dann auch. Aber nicht in so einem super Anzug. Wir nehmen noch gleich nochmal die Ausgangsstellung ein. Bitte die Arme hängen lassen und dann beide Arme nach links hoch und nach rechts hoch. Und links und rechts. Kann man auch im Sitzen machen. Vor dem Körper schwingen, vor dem Körper schwingen. Und den Kopf mitnehmen, ja. Und dasselbe jetzt großen Kreis auch vor. Und wo hatten Sie diese Frauen her? Haben Sie da die Klofrau geholt oder was? Ja, die haben die genommen, die einfach keine Gegenwehr gezeigt haben. Vielleicht auch vorher das eine oder andere Gläschen getrunken. Und dann wurde sich halt mit sehr entspanntem Muskeltonus hin und her geschlackert. Und hochgelassen und hoch. Beim Runtergehen locker fallen lassen. Nee, ganz toll. Also finde ich, gefällt mir ganz toll. Boah, da tut mir echt der Rücken weh, wenn ich da zugucke. Das ist echt irre. So überhaupt keine Bauchspannung. Und dann einfach mal schön die Wirbelsäule belasten. Das ist ganz super. Mhm. Und die in der Mitte war vorher ein Kerl. Und nochmal hoch. Gut. Und dann wieder in den Stand. Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass man das so ehrlich macht. Heute sind die Leute alle ein bisschen zu kunstvoll und ästhetisch perfekt oder sowas, ne? Und natürlich auch in den Beinen immer etwas nachgeben. Ja, danke schön. Damit haben wir die Übung für die Halswirbelsäule abgeschlossen. Üben Sie aber bitte zu Hause weiter. Ja, und lassen Sie Ihren Mann bitte nicht dabei zusehen. Ich glaube, dann wird er die nächsten Jahre keine Lust mehr auf Sex haben.